Baby beendet schon ihre Zeichnung. Was willst du essen? Baby will Pancakes. Macht ihr? Sind alle bereit? Ich sehe, sogar Oma ist bereit. Oh, Oma, geht's Ihnen gut? Nicht gebrochen? Okay, mein Teig ist fertig. Ich wusste es, dass wir meine Spezialität Pancakes machen müssen. Gleich machen wir einen Stapel und füttern meine geliebte Enkelin. Was für ein Geruch steht hier? Voila, fertig. Gleich fügen wir etwas Süßes hinzu, damit Baby es definitiv mag. Fügen wir meinen Lieblings-Ahornsirup zu. Aber mehr. Und Butter. Und ich mache Regenbogen-Pancakes. Ich habe anscheinend Teig in allen Farben des Regenbogens. Ich kann es nicht anders, als einen Regenbogen zu malen. Blau kommt irgendwie nicht raus. Wo bist du? Wo bist du? Oh, ich bin voll im Teig. Alles in Ordnung. Keine Sorge, ich wische es ab. Bereit, weiter zu kochen. So, hier ist der erste Pancake. Perfekt. Welcher Regenbogen ohne Einhorn? Das ist richtig, keiner. Also bin ich mit dem Backen fertig. Oma, wie gefällt's dir? Sehr schön. Okay, ich kann meine schwarze Farbe nicht finden. Sie ist nicht hier. Ding? Und du bist schon da? Und hast meinen Farbstoff mitgebracht. Danke, großartig. Wir tropfen ein paar Tropfen und fertig. Gleich füllen wir den Teig in die Spritze. Es ist so viel bequemer zu zeichnen. Und jetzt male ich die furchtbar gruseligen Spinnweben und Spinnen. Wie süß. Sehr, sehr niedlich. Wir dekorieren den Teller mit frischem Blut. Oh, das heißt Erdbeersirup. Und verteilen die Spinnweben und meine süßen Spinnen. Ein Meisterwerk ist es geworden. Wow, Wednesday, er sieht erschreckend aus. Oh, und lecker. Sehr köstlich, ja. Sind alle bereit? Liebling, probier's schneller, solange es heiß ist. Also, was haben wir hier? Das ist alles schön. Oh, sind das echte Spinnen? Oh, Mama. Das sind Pancakes. Wednesday hat wieder entschieden, mich zu erschrecken. Vielleicht schmeckt's besser, als es aussieht? Spinnen sind süß und überhaupt nicht gruselig, wenn sie essbar sind. Lecker. Was kommt weiter? Oh, eine ganze Menge Sirup-Pancakes. So lecker. Schneller probieren. Lecker. Sehr süß. Was kommt als nächstes? Oh, wow. Das ist ein Einhorn-Pancake und ein Regenbogen. Whee, whee, whee. Flieg los, mein Einhorn, und flieg rein in meinen Mond. Haha. Magisch. All right, all right. Und der Sieg geht an den Einhorn-Pancake. Glückwunsch. Enid, Glückwunsch. Ich will Pommes. Mach dir, ich bin so hungrig. Baby, mach dir keine Sorgen. In der Küche arbeiten nur Fachleute mit Erfahrung. Ja, Oma? Ja, genau so. Okay, was ist los? Woher fliegen die Schalen? Hey, Sohn, kannst du vorsichtig sein? Ich bin von Kopf bis Fuß in den Kartoffelschalen. Ed, ich kann nicht böse auf dich sein, weil du so süß bist. Mein Licht, meine Freude. Brauchst du Hilfe? Wir kriegen's hin. Komm schon, nur noch ein bisschen. Hier. Danke, Oma. Ich schneide es gleich mit einem speziellen Messer ab. Schau mal, was für eine schöne Kartoffel. Sehr lockig. Mir kam eine verrückte Idee in den Sinn. Ich möchte farbige Kartoffeln machen. Cool, oder? Ich werde coole Regenbogenkartoffeln bekommen. Sowas hat Baby noch nie gesehen. Fertig. Es bleibt noch ein bisschen in einer Pfanne anbraten. Ich habe eine Bratpfanne, es gibt Öl und ein Herd. Wir verbinden es und bekommen eine Fritteuse. Cool, ja? Alles ist so einfach, dass ich drüber nachdenke, ein Chefkoch zu werden. Würde mir eine Kochmütze stehen? Und wenn sie regenbogenfarbig ist? Okay, meine Kartoffeln sind fertig. Annie, du bist so gut, sehr gut geklappt. Ich brate auch schon Kartoffeln. Ich habe normale Kartoffeln hinbekommen, keine farbigen, aber auch sehr lecker. Knusprig. Schwer aufzuhören. Gießen wir etwas Ketchup hinzu. Lecker.
meine Kartoffeln sind auch fertig. Wir können umlegen. Gleich färben wir... Oh, ich bin etwas schmutzig geworden. Schwarz steht mir natürlich zu Gesicht, aber ich bin noch nicht bereit für einen neuen Stil. Also wollte ich die Kartoffeln schwarz färben. Nicht mich selbst. Ich habe echte Kartoffeln aus der heißen Hölle. Gleich bleibt mir nur noch der letzte Schliff übrig. Voilà! Ihr habt nicht gedacht, dass es nur eine schwarze Kartoffel sein würde. Das ist Klaus. Baby, die Kartoffeln sind fertig. Probieren wir. Wow, was für eine schöne Kartoffel. Wednesday hat entschieden, mich wieder zu erschrecken. Aber ich habe keine Angst mehr. Es ist ein Bündel aus Kartoffeln. Super lecker. Ich kann nicht aufhören. Was haben wir hier? Oh, das sind normale Kartoffeln mit Ketchup, aber auch nicht schlecht. Mmh, sehr, sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Aber das zieht sofort viel Aufmerksamkeit auf sich. Das sind ja Regenbogen-Pommes. Das habe ich nur in meinen Träumen gesehen. Mmh. Ha, meine Zähne haben sich verfärbt. Ich habe zu viel gegessen. Aber die Regenbogenkartoffeln gewinnen. Wow, Enid, du hast wieder gewonnen. Glückwunsch, gut gemacht. Baby ist fast fertig mit dem Zeichen. Was diesmal? Sie will einen Burger. Toll, sind alle bereit? Natürlich seid ihr bereit. Ich werde den besten Burger in Babys Leben machen. Jetzt brate ich Brötchen an, füge eine süße Tomate hinzu in Ringen und Hackfleisch. Es ist sehr wichtig, eine Kotelette aus gutem Hackfleisch zu machen. Jetzt können wir anfangen, alles zusammenzusetzen. Brötchen, grüner frischer Salat, das saftige Kotelett drauf, oben drauf Käse, Tomate und Brötchen. Hurra, ich bin mit allem fertig. Oh, komm schon, Eni, das ist ein einfaches Sandwich, du musst mich nicht loben. So, ich habe auch eine Idee. Diese Brötchen sehen so aus. Ich werde etwas Köstlicheres nehmen, Donut. Obendrauf füge ich süßen Erdbeersirup hinzu. In meinem Burger ist Hauptsache viel Süßes, mega Süßes. Das Baby liebt alles, was sauer, süß und lecker ist. Ich mache das. Und Bonbons sind das Wichtigste. Okay, ich muss noch Marshmallow hinzufügen. Mmh, lecker. Wie köstlich und süß. Ich würde diese Zuckerbombe so gerne selbst aufessen. Okay, das letzte. Fertig. So, auch meine schwarzen Brötchen hier sind fertig. Gleich legen wir Käse drauf. Ein Kotelett aus rotem Fleisch. Wir brauchen noch mehr Käse und mehr Blut. Oh nein, das heißt doch Ketchup. Ja, ja. Okay, jetzt könnt ihr schließen. Vergessen wir nicht den letzten Schliff. Chips. Aber nicht für mich, sondern den Burger. Das Ding, ich brauche deine Hilfe. Hab keine Angst vor ihm. Er wird dich nicht essen. Er hat nicht mal einen Mund. Willst du meine Gummibärchen-Augen nehmen? Hey, ich wollte sie doch so sehr. Danke, das Ding. Du hast mir Gummibärchen-Augen besorgt. Sie passen auch zu dir, aber jetzt habe ich die mehr nötig. Ich habe einen furchtbar süßen Burger hinbekommen. Bereit für die Verkostung. Mmh, die Burger sehen toll aus. Wo soll ich anfangen? Oh, ich fange mit diesem Freak an. Er ist witzig. Mmh, sehr, sehr lecker. Was kommt als nächstes? Oh, genau. Dieser Burger sieht so aus, wie ich gemalt habe. Er muss definitiv gut sein. Probieren wir es aus. Schreckliche Zwiebel. Okay, den werde ich nicht mehr probieren. Oma, ich esse hier auch keine Zwiebeln. So. Es ist der letzte und der grellste geblieben. Ist das der süße Burger von Enid? Ich wollte mit einem Kotelett oder Marshmallow auch nicht schlecht. Lecker. Ich kann nicht wählen, also wird ein Spruchlein wählen. Der Gewinner bist... Ja, dieser unheimlich leckere Burger ist alle Aussagen wert. Mit Gummibärchenaugen. Fertig, es gewinnt.
Wednesday, Glückwunsch. Freut dich das wirklich? Wow. Komm schon, Wednesday. Lächle breiter mit allen Zähnen. Nein? Okay, okay. Aber du hast so ein schönes Lächeln. Ich will Kakao. Machen wir? Sind alle bereit? Klasse. Ich hoffe, dass Jäger es lecker macht und das Baby es mögen wird. Wer wird anfangen? Ja, jetzt mische ich Kakao und Milch in einem Topf. Es soll einen super leckeren Kakao sein. Fügen wir etwas Schokolade hinzu. Ein Schokoladengetränk. Also, mein Kakao kann nur in einem Becher mit meinem Gesicht kommen. So ist es besser. Lass alle wissen, wer hier die Nummer 1 ist. Oma, du bist wirklich die Beste, aber ich werde keinen schlechteren Kakao haben. Ich habe sehr leckere Pralinen gefunden. Jetzt gebe ich die in die Pfanne und natürlich etwas Zucker. Ein bisschen. Okay. Oh, hat sich von alleine verschüttet. Und jetzt öffnen wir die Milch. Oh, verschüttet. Aber es ist noch etwas für Kakao übrig. Okay. So, ich kann es nicht einfach weiß lassen. Ich muss ein bisschen Blau hinzufügen, wie der Himmel. Schaut, wie schön. Gelbe Creme wird genau gut sein. Jetzt machen wir leckere Flecken. Vergessen wir nicht die bunten Streusel. Und füllen wir unseren himmelblauen Kakao. Ist das nicht cool? Ich find's einfach super. Das Baby wird begeistert sein. Mehr Süßigkeiten und Deko. Wie findet ihr? Schönheit. Ich bin fertig. Ding, hast du diesen Farbwahnsinn gesehen? Mit wem arbeite ich denn nebenan? Ich denke, du verstehst, welchen Kakao ich machen werde. Ich werde eine wie Erdöl dunkle Kakaobutter in mein Lieblingsglas geben, füge erschreckenden Schmuck und Würmer hinzu, aber aus Gummibärchen. Erschrecken wir alle nicht zu sehr. Fertig. Wenn alles fertig ist, probieren wir. Baby, bist du bereit? Oh ja, ich bin immer bereit. Alles sieht so lecker aus. Dieser Kakao ist so bunt. Ihn hat sicherlich Ingrid vorbereitet. Lecker. Und das hat meine geliebte Großmutter vorbereitet. Kakao von Oma schmeckt immer gut. Und das ist wieder Wednesday. Ihre Lieblingsschädel. Probieren wir? Gummibärchen und Kakao sind köstlich. Okay. Aber ich muss mich für eins entscheiden. Ich wähle das. Warum habe ich nur eine Pizza? Weil ich die alle anderen habe. Nein, ich habe alle Pizzen. Seht euch an diesen Turm an. Oh mein Gott, du hast eine riesige Pizzastange. Und ich habe nur eine. Das ist nicht fair. Hör auf zu jammern. Fang lieber schnell an zu essen. Ich hoffe, meine Pizza ist wenigstens die leckerste. Sie sieht auf jeden Fall leckerer aus als die anderen. Lecker. Und das ist eine Menge Käse. Ich mag Käse. Hey, ich bin keine Mülltüte, in die man Reste werfen kann, oder? Weißt du? Nimm das. Hey, warum kämpfst du? Ich habe es nicht mit Absicht getan. Ich möchte auch meine Pizzen essen. Allein ihr Anblick lässt mich sabbern. Ich habe einen Weg gefunden, schneller und bequemer zu essen, ohne mir die Hände schmutzig zu machen. Wow. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass jemand so etwas kann. Wie macht sie das? Die Pizzen sind gut. Da kann ich noch was drauflegen. Oh, was ist mit mir passiert? Ich glaube, du kommst mit den Pizzen nicht mehr zurecht. Aber wir könnten welche gebrauchen. Sehr lecker.
Ich muss sofort zu meinem normalen Zustand zurückkehren. Puh, wo sind meine Pizzen? Wer hat sie gestohlen? Und wirklich, wer hat das gewagt? Ihr Diebe, wie waren Sie es? Ich schäme mich überhaupt nicht, denn ich denke nur daran, meine Stapel Pizzen zu essen. Also gut, meine appetitlichsten Pizzen. Es ist Zeit, euch zu verschlingen. Vielleicht sollten wir sie nicht von unten essen? Komm schon, was kann da passieren? Aua! Das, wir haben es dir gesagt. Ja, es war ein echter Pizzafall. Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Ich hasse Knoblauch. Wer mag den schon? Ihr habt einfach Pech, denn ich habe nur einen Knoblauch. Come on! Okay. Warum lachst du? Es stellt sich heraus, dass du die Erste sein wirst, die ihn isst. Einfach, ich bin kein Feigling, also werde ich schnell mit ihm fertig. Solange ich nicht kotzen muss. Ich glaube, ich habe meine Kraft überschätzt. Ich kann dieses Zeug nicht essen. Ich habe genug. Was nun? Du musst den Knoblauch ganz aufessen. Ich habe sogar ein besonderes Geschenk für dich. Eine Knoblauchspresse. Man kann den ganzen Knoblauch hineinstecken und in den Mund pressen. Ich will nicht. Das war keine Frage. Mach den Mund auf. So eklig. Jetzt ist es wie eine Katze in meinem Mund. Ihr habt verstanden? Oh, sogar ich kann es riechen. Was für ein Gestank. Es ist furchtbar. Gut, dass ich für solche Situationen immer Kaugummi dabei habe. Danke dir vielmals. Du brauchst nicht zu schüffeln und ich muss nicht leiden. Alex, du bist mit Knoblauch dran. Warum sollte ich ihn essen? Sieh mal, was für eine coole Halskette man daraus machen könnte. Hör auf, herumzualbern. Du musst ihn trotzdem essen. Okay, aber zuerst muss ich alles, was nicht nötig ist, loswerden. Ich habe eine riesige Vase dafür. Ein bisschen schütteln. Jetzt sind nur die Knoblauchzähne geblieben, damit ich sie essen kann. Oh Mann, das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gekostet habe. Und ich habe verstanden, wie sehr mein Atem gestunken hat. Eine einfache Wäscheklammer kann immer von jedem Geruch schützen. Und als ob das nicht schon genug wäre, muss man auch noch überall Lüftefrische verspüren. Oh nein, das hilft nicht. Wir müssen die Quelle des Gestanks neutralisieren. Es hat geklappt, aber versuch das nicht zu Hause machen, denn Lüftefrische ist sehr gefährlich. Aber ich rieche nichts in meinem Atem. Super. Julie, auf wen wartest du? Iss deinen Knoblauch schneller. Ich habe es gehasst, seit ich ein Kind war. Wenn ihr seht, wie mein Gesicht grün wird, helft mir. Bitte. Das ist ekelhaft. Sehr eklig. Warum beeilst du dich so? Ja, du hast genug Zeit. Damit kann ich den Knoblauch schneller loswerden. Wow, das ist mutig. Und was für ein Tempo. Julie, du machst das toll. Stop pressing. You. Noch ein bisschen geblieben. Wow. Unglaublich. Alles, kein Knoblauch mehr. Igitt, nicht einmal ich habe so gestunken. Jule, es tut mir leid, aber wir müssen sich isolieren. Oder wir werden alle ohnmächtig von diesem Gestank. Wofür? Hat geklappt. Endlich stinkt das Zimmer nicht mehr. Und ich fühle mich so viel besser. Hurra! Mann, kein Glück mit dem Tic-Tac. Ich bin der Glückpilz. Ich habe eine ganze Packung. Sieh mal, wer wirklich Glück hat. Ja, ich soll auch eines Tages einen Haufen Leckereien bekommen. Mia, du hast die wenigsten Süßigkeiten, also kannst du anfangen. Ich glaube, ich kann ein Tic-Tac essen. Es ist köstlich, aber furchtbar wenig. Alex, du bist dran. Endlich. Gleich esse ich alles auf. Was ist hier los? Warum kommt nichts raus? Alex hat keine Süßigkeiten mehr. Nein. Es gibt nichts mehr.
Jetzt ist es alles auf dem ganzen Tisch. Aber ich glaube, ich kann ihn schnell mit einem Strohhalm sammeln. Fertig. Juli, du bist die Einzige, die noch nicht gegessen hat. Ich habe nicht nur eine große Packung Süßigkeiten, sondern einen ganzen Haufen normaler Packungen. Es ist genug für alle. Nein, nein, ich mag Tic Tacs. Also werde ich schnell ein paar Dutzend Packungen essen. Mann, du hast nicht einmal mit uns geteilt. Das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man eine Packung stellen kann. Tada! Und die Süßigkeiten sind unsere? Sofort anhalten! Schämt ihr euch nicht zu stellen? Es gibt keine Beweise, du kannst nichts beweisen. Jetzt werde ich euch eine kurze Lektion erteilen. Julies Rache wird schrecklich sein. Hände hoch! Nehmt das! Wie ist das? Damit er weiß, wie meine Leckereien zu klauen. Milo, das sind eine ganze Menge Süßigkeiten. Beeile dich und fange sie. Richtig. Sehr lecker. Was? Ich habe keine Tic Tacs mehr. Ich habe alles für Patronen ausgegeben. Aber du hast mit deinen Freunden geteilt. Bereitet ein neues Handy in, hol derjenige, der es am besten zeichnet. Hey, Mary, du hast etwas unter deiner Nase? Oh nein, Ben, das ist überhaupt nicht lustig. Und mir scheint es wahnsinnig lustig zu sein. Okay, wir müssen mit deiner Feder ein neues Handy kritzeln. Oh, Feder kaputt. Wir müssen was anderes finden. Was? Hähnchen? Stinkende Socke? Puh, was für ein Mist. Was ist das? Mir wird irgendwie schlecht. Ups, sorry, Jane, das war keine Absicht. Wir suchen weiter. Bonbonpapier, Süßigkeiten. Und das brauche ich, eine Münze. Perfekt, damit werde ich weiter mein neues Handy kritzeln. Ich muss noch hier ergänzen. Hier noch ein Detail dazu. Perfekt, eine Münze hilft immer. Mary, was sind deine Erfolge? Meine? Ja, ich fange gleich an zu zeichnen. Ich habe schon vergessen, was sollten wir nochmal zeichnen? Genau, ein Handy. Tun wir unser Bestes. Hauptsache ist dazu zu schreiben, was es für ein Handy ist, damit es jedem klar wird. Ist es deine Zeichnung? Ich bin da. Habt ihr mich vergessen? Was? Habt ihr gemalt, während ich bewusstlos war? Ich habe es nicht geschafft. Oh, ich habe die ganze Nacht gemalt. Zeit ist um. Ich habe nichts geschafft. Ach, relax dich. Ich habe eine Idee. Ich tausche meine Zeichnung mit Bens aus. Ich habe so eine Zeichnung. Gut, Mary. Ben, und du? Schätzt meine Zeichnung ein. Das ist voll schrecklich. Was? Schrecklich? Hast du meine Zeichnung genommen? Tut mir leid, Ben. Ich muss dringend Fotos mit dem neuen Handy machen. Und ich hoffe, dass die Farbe passt. Was? Gibt's hier überhaupt eine Kamera? Das ist ein altes Handy. Seid ihr verrückt? Der neue Preis ist eine Barbie. Ist es nicht schick? Mädchen, was macht ihr? Wacht auf! Jetzt zeige ich etwas, was jeden interessiert. Nicht nur eine einfache Barbie, sondern ein Barbie-Kuchen. Ich sehe, ihr seid begeistert. Gut, die Zeit läuft und los geht's. Also, wie zeichne ich mit einem Süßigkeitenautomaten? Vielleicht muss man ein Bonbon essen, dann kommt die Inspiration. Es ist Kaugummi. Ich kann es wie eine Knetmasse benutzen. Wie cool. Ja, das klappt doch. Ben, wie gefällt es dir? Baby, du bist so toll. Ich knete gleich eine genauso gute Zeichnung. Hier wird ein Kopf sein. Ich brauche noch mehr Kaugummi. Aus roten Kaugummis wird ein cooles Kleid. Cool. Mary, wie findest du es? Ich habe Mühe gegeben. Puh, Ben, sieht aus wie ein Monster. Klasse, ich habe es geschafft, den Automaten zu öffnen. Ich muss so viele Kaugummis wie möglich zerkauen. So viel Kaugummi sollte für das gesamte Bild ausreichen. Dieses Stückchen rollen wir aus, legen es hierher, dann dies hier hin. Okay, perfekt. Wo ist meine Brille? Was ist das für ein abscheuliches Ding? Ben, bist du das? Wo ist meine Brille? Meine Brille ist total in Kaugummi. What?
Puh. Hier. Jay, nimm den Kaugummi vom Gesicht. Die Zeit ist um. Was habt ihr geschafft? Jane, was hast du? Jane, hier, das ist meins. Und wieder gekritzelt. Totaler Dislike. Was kommt weiter? Mary, du hast ein tolles Bild. Und was zeigt uns Ben? Ben will die Torte anscheinend nicht. Dann geht der Preis an Mary. Du hast es verdient. Hurra! Barbies stehen mir am besten. Mmh. Wie lecker, ich probiere ein Stückchen. Das schmeckt sehr gut. Und das letzte Stück? Leute, das ist total lecker. Ich brauche dringend ein weiteres Stück. Ich kann nicht aufhören. Ich glaube, ich esse alles auf. Kann ich auch ein Stückchen haben? Okay, hier, aber lass mir auch noch ein Stück. Danke. So, der neue Preis ist ein Make-up-Set. Mädchen, ihr werdet begeistert sein. Würdest du mich auch Preise geben? Okay, ich versuche es für Spaß. Die Zeit läuft. Okay, müssen wir mit Kreide zeichnen? Ist doch ganz einfach. Also, man muss hier eine Kontur zeichnen, dann hier ein paar Details, hier ein Herz. Und Farbe kommt dazu. Es klappt sogar sehr gut. Schätz meine Zeichnung ein. Mädels, schön, oder? Niemand kann besser zeichnen als ich. Ich zeige gleich meine Fähigkeiten. Was? Ich zeig dir am besten. Kurz gesagt, ich zeichne. Ich habe eine geniale Idee. Warum verschwendet man Zeit mit dem Dekorieren, wenn man die Kreide einfach reiben kann? Dann mit einem zweiten Blatt Papier abdecken kann und alles mit einem heißen Bügeleisen bestens bügeln kann, damit die Kreide schmilzt. Seht ihr, wie einfach das ist? Ich werde mir jetzt auch etwas einfallen lassen. Genau, ich habe kochendes Wasser und Buntstifte. Ich werde die Buntstifte einfach brechen und in heißes Wasser werfen. Dann können sie sich dort auflösen und zu Farben werden. Ich kann schneller malen als Mary. Ich mag's wirklich, wie es aussieht. Super. Oh, was ist das für ein Geruch? Mary, ist alles bei dir in Ordnung? Oh nein, bei mir ist alles verbrannt. Ich habe über Make-up geträumt, über alles vergessen. Was tue ich jetzt? Hey, Mary, vorsichtig. Oh nein, meine Farbe ist über die ganze Zeichnung vergossen. Die Zeit ist fast um. Es ist Schluss. Zeig die Werke für die Bewertung. Als Erste ist Mary dran. Oh mein Gott, es sieht abstrakt aus. Nicht so, wie es sein muss. Was hat Jane? Und wieder gekritzelt, es sieht sogar nicht lustig aus. Vielleicht wird Ben sich freuen. Wow, ein Meisterwerk. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Du bekommst dein Make-up-Set, Hübscher. Und was mache ich damit? Irgendwelche Verarsche. Mary, willst du Make-up? Jane, brauchst du Kosmetik? Mädchen, mir wird gleich schwindelig. Aber ich habe eine Idee. Lasst mich euch beiden gleichzeitig ein Make-up machen. So. Fertig. Wie sieht's aus? Ich habe mich bemüht. Ben, was hast du gemacht? Wie schrecklich. Mich hat dazu ein Monster gemacht. Ups. So, meine Kätzchen, ich habe euch ein Kätzchen als Preis mitgebracht. In euren Gesichtern sieht man klar, dass ihr meinen Preis mögt, also fangen wir an. Mary, du bist heute so hübsch. Oh, also normal, wie immer, ja. Ein Kätzchen mit flüssigen Bonbonzeichen, ganz einfach. Vielleicht kommen Augen, Ohren, Körper, ein langer Körper, die Pfoten nicht vergessen. Ausgezeichnet, ich bin fertig. Wieso lacht ihr? Ja, denn die Stunden, wo wir es gelernt haben, Katzen zu malen, hast du eindeutig geschwänzt. Gleich zeige ich dir einen Workshop. Versuchen wir es? So. Ich möchte noch einmal probieren. Lecker. Warum sagt keiner, dass dieser Bonbon so lecker ist? Ja, weil wir malen müssen und nicht essen. Vielleicht zeige ich euch einen Workshop, sonst hat Mary bald nichts mehr, womit sie malen kann. Hahaha. Da ist meine Katze.
So, so, Leute, Zeit ist um. Ich warte auf eure Arbeiten. Mary, hast du wirklich alles gegessen und keine Zeichnung gemalt? Okay, zeigt, zeigt. Ben, was hast du? So, so. Mir ist klar, dass Mary nichts hat. Aber womit kann uns Jane erfreuen? Wow, wie originell. Eine schöne Katze. Bravo. Hurra, ich hab gewonnen. Was für ein süßes Kätzchen. Ich werde dich Flausch nennen, weil du so weich und süß bist. Wie spielerisch du bist. Jane, ich glaube, dein Kätzchen will meins sein. Komm her, Schatz.